Na gut, dann würde ich sagen, starten wir Mordor in Flammen, ne? Weiter warten. Oho. Gegangen, wegen einer Mutprobe. Es ist ein Ort wie kein anderer. Überall Leichen. Sie schien tot. Ich bin gekommen, Herr der Geschenke. So, stürme der Stadt der Toren. Oh, scheiße, unser Kaoga brennt. Ja, was soll ich sagen? Das war ja eigentlich ganz eine coole Szene. Jetzt weiß ich, wie es weiterging. Oh. Ach du Scheiße. Erste Kralle der Hand. Okay. Es war eine Ehre, dem Turm zu dienen. Für das, was du ihm angetan hast, werde ich deinen Kopf auf dem schwarzen Tor aufspießen. Ich überleg gerade, ob wir den... Oh shit, verpiss dich! So, ich reite einfach mal durch die Gegend.
schnetzeln einfach. Oh, scheiße, mein Ork brennt. Mein Tower brennt. Ah, shit. Ah. Runter davon eben. Mach das ohne Karagor. So, ich sehe nicht, verdammter Karagor. Jo, was los? Ich habe von dir gehört. Ich glaube kein Wort davon. Hast Brandwunden? Ja, supi. Ja, der hast auch Brandwunden, das ist... Scheiße. Einer ist tot. Wer hat den angezündet? Jetzt lass mich mal in Ruhe. Gibt's ja nicht. So, einmal drüber da. Und den angreifen. Keine Ahnung, so einen ähnlichen habe ich schon mal erledigt. Ah, erst jetzt reicht's dann aber. Mit diesem herumgewerfen. Feuerberg bringt Untergang. Untergang der Menschen. Nein, ich werde das verhindern. Jetzt. Alter. Alter, was soll denn das? Was denn Scheiß? Ja. Oh. Meine Fresse, da kommt man ja. Kommt man ja zu gar nichts. Oh shit. Oh, so wie Uruks. Über den kann man nicht drüber springen. Gegen den kann man ja gar nichts machen. Naja, doch, man kann ihn. Mit Finishern bekämpfen. So, der eine da hat zwei Waffen, das heißt, den von vorne anzugreifen ist vielleicht eine schlechte Idee. So, der ist auch erledigt. Das finde ich sehr cool. So, jetzt kommt noch der dran. Du wirst langsam ein richtiges Ärgernis, weißt du das? Denk bloß nicht, ich bin so leicht zu besiegen wie der Turm. Ja, das wäre schon recht billig, wenn du so leicht zu besiegen wärst. So, da kriegst du auch einen Finisher. Ah, shit. Dass gleich immer alle fünf auf mich einschlagen, dass gleich jeder auf mich einschlagen muss, ist ein bisschen scheiße. Ja, toll. Was ist mit dir los, ne? Falsche Richtung, mein Freund, würde ich sagen. Ja, hey. Würdest du das bitte sein lassen? So, da nimm das. Du bist, glaube ich, jeder Letzte, ne? Ah, nein, einer ist da noch, glaube ich, ne? So, auf der Karte sehe ich noch einen einzigen. Die fünfte Kralle, naja. Und die erste ist schon tot. Vierte, glaube ich, ist noch am Leben. Okay. Ah, er klimmt das schwarze Tor. Zahlt sich da irgendeine Rune aus? Ich glaube nicht. Nicht einmal die. Nicht einmal die Bogenrunde, glaube ich, zahlt sich da aus. Ja, war ja ganz locker, ne? 8 Minuten bis jetzt. Sieht nach einer guten Folge, nach einer guten halben Stunden Folge aus für den Schluss. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hier war das doch mal zu enden, wie es begann. Mit Schatten und Flammen, die auf das schwarze Tor fallen. Der Hammer und der Turm sind tot. Sauron ist noch immer schwach. Ohne die Macht des einen Rings oder der des Ringmachers kann er keine Gestalt annehmen. Er bleibt in Mordor gefangen. Dort ist er nicht mehr als ein flammendes Auge, gebunden an seinen dunklen Turm. Und endlich kann ich sterben. Niemand wird mich rächen. Alter. Wie komme ich denn da noch höher? Da haben wir, sind wir am Anfang ja den Gimob, den Sklaventreiber haben wir hier erledigt. Und jetzt müssen wir hier wieder hochlatschen. Ging glaube ich letztens nicht so hoch, aber ja. Alter, jetzt muss ich wieder runterrutschen, oder was? Ah. So.
dazu macht das Free Climbing an der Hausmauer, ne? Wen haben wir denn da? Ich habe ein Geschenk für dich. Oh, scheiße, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe R gedrückt anstatt E. Ja, also, nochmal kurz, bevor ich wiederholen drücke. Also, ich fand das jetzt ganz cool eigentlich. Jetzt weiß man zumindest, wie das Ganze so abgelaufen ist. Ein bisschen. Ja, bevor natürlich in Herr der Ringe dann der Sauron von Isildur, glaube ich, der war das, der ihm dann einen Ring abschnitt, also vom Fingerschnitt. Das war halt dann nachher dann. Man weiß ja, dass ja Sauron jetzt Mordor erobern wird. Das heißt, wir werden ihn nicht besiegen. Ich bin aber nur gespannt, wie das am Ende gemacht wird. Also wie das Ende jetzt hergezeigt wird. Ich kenne mich ja da nicht aus. Ich weiß nicht, inwiefern das real ist oder so. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich drücke einfach wiederholen und dann geht das Ganze von vorne los, ne? Ah, Mist. Schlag zu, Talion! Ich kann ihn nicht länger aufhalten! Okay. Schmerz. So. Und dann rein die Klinge in den Magen. Stirb, Sauron. Ich wollte ihn bekämpfen.
Es ist nicht möglich. Kannst du wirklich ewig mit dem Wissen ruhen, dass du ihn hättest aufhalten können, aber es nicht getan hast? Hoho. Okay, so endet das Ganze. Das heißt, wir haben hier ja ein kleines offenes Ende, sage ich jetzt mal. Was natürlich bedeuten würde, dass der Celebrimbor mit Hilfe von Talion einen neuen Ring schmieden könnte. Was ja ganz cool, was ich eigentlich ganz cool finden würde. Ja, wir sind jetzt eigentlich in den Credits und da könnten wir ein bisschen über das Game selbst reden. Das ist ja auch ein bisschen quasi, also Redens. Behandlungswert von mir aus, keine Ahnung. Man sollte zumindest ein bisschen drüber geredet haben. Ich dachte natürlich jetzt, die Endmission dauert ein bisschen länger, immerhin. Ja, immerhin stand da am Anfang so, man kann ja. Keine Ahnung, dass da am Anfang da diese Achtung-Text, keine Ahnung, warum das da überhaupt stand. Weil die Mission ist so kurz, ich meine, ist jetzt nicht so tragisch. Gut, über Spiel selbst, was kann ich drüber sagen? Ich habe es jetzt ein bisschen gespielt, wir sind Folge 60 circa, werden wir sein. Ich fand das Spiel eigentlich recht cool, es war eine, da ich ja die Assassin's Creed Spiele auch sehr mag, war ja das Mord der Schatten eigentlich ganz cool. Es ist Mord der Schatten, das vereinte für mich jetzt wirklich die, ich sage jetzt mal, die besten Elemente aus vielen verschiedenen Spielen, ja, das heißt, für mich, die ganze Geschichte um Herr der Ringe ist für mich geil. Ja, weil ich habe die ganzen Filme, wie ich schon oft erwähnt habe im Let's Play, das finde ich einfach wahnsinnig geil. Also, oder wahnsinnig geil, je nachdem. Das war schon mal, die Story an sich war schon mal, für mich war die eigentlich ganz, ja. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt in die Geschichte von den Herr der Ringe Filmen, beziehungsweise von diesem ganzen Universum passt. Da habe ich nicht alle, also es gibt ja noch mehr Bücher als die Bücher, die ich gelesen habe. Und da kenne ich mich einfach zu wenig, da habe ich zu wenig Bücher gelesen und Filme gibt es nur über den Hobbit und die Herr der Ringe, also und über Herr der Ringe. Und ja, deswegen weiß ich nicht, wie die Story jetzt in das ganze Universum reinpasst. Ich glaube aber schon, dass da Teile dabei waren, die so wirklich in den Büchern möglicherweise stehen könnten. Und ja, also auf jeden Fall für mich, die Story war für mich cool, also sie war richtig geil, ich fand die Story cool. Dann das Ganze, das Gameplay. Das Gameplay an sich war ja eine Mischung aus Assassin's Creed und Batman. Ja, das Kampfsystem kam ja aus Batman und der Rest, das Klettern und. Also das Klettern. Und so Todessprungsachen kamen ja von Assassin's Creed rüber, das weiß ich, das sollte man vielleicht auch nicht erwähnen, weil es ist ein anderes Spiel, aber. Es ist einfach so, da kann man einfach ein paar Vergleiche ziehen, das ist einfach so, dass. Auch wenn, keine Ahnung, das ist einfach, das wäre einfach ein Vergleich, was man ziehen kann. Und ich muss jetzt sagen, ich habe nur ein paar Batman-Teile gespielt, aber das Kampfsystem von Batman fand ich auch ganz cool. Auch wenn ich nicht ganz damit klargekommen bin, weil es verschiedene Gegnertypen gibt, noch mehr als es hier in diesem Game gibt, ja. Also in diesem Game gibt es, glaube ich, 3 Gegnertypen. Schild, doppelhändig und normal. Und bei Batman gibt es wirklich einen Haufen Gegnertypen, da muss man drüber springen, mit dem Cape blenden und so weiter. Das gibt es wirklich ein paar Haufen. Also ein Haufen Gegentypen. Fernkampf zähle ich jetzt einfach zu den normalen Gegnertypen. Weil die sind ja nicht speziell, dass die jetzt irgendwas verhindern. Ja, das ist eigentlich von mir gesehen. Was man so an die Vergleiche ziehen kann. Es hat auch geheißen, dass man auch GTA reinziehen könnte. Ja, es ist Open World. Ja, okay. Assassin's Creed ist auch Open World. Also alle Teile, ja. Batman ist auch teilweise Open World, je nachdem, welchen Teil man da spielt. Ich glaube, Arkham City oder so ist ja auch teilweise Open World. Man ist ja in einer kleinen City. Also von dem her kann man jetzt nicht unbedingt Vergleich mit GTA ziehen, ja. Da würde ich sagen, bleiben wir doch bei den 3 Hauptgebieten.
Und ich meine, der Anfang war schon ziemlich geil mit diesen ganzen Story. Die Story, das, die Musik, wie man jetzt auch im Hintergrund hört, die Musik, die war ich finde, die Musik ist einfach geil gemacht, ja. So, das ist für mich stimmig, das passt. In den richtigen Momenten kam die richtige Musik, zumindest in diesen Cutscenes, beziehungsweise wenn so ein Ork, also ein Urukai-Hauptding auftaucht, Hauptmann auftaucht, je nachdem, ja. Das fand ich richtig cool. Und was man noch sagen kann ist, das Game an sich hat mir eigentlich Spaß gemacht. Auch wenn jetzt diese Sklavenbefreiung immer das gleiche war, Sklavenbefreien, aber trotzdem war immer eine andere Geschichte dahinter. Und bei manchen Quests gab es immer verschiedene zusätzliche Quests, das hat das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher gemacht, muss ich jetzt sagen. Und diese Zusatzziele machen ja die Missionen abwechslungsreicher. Man hat zwar die gleichen Zusatzquests, also man hat zwar die gleichen Hauptquests, töte den und so weiter, aber man hat immer eine kleine Zusatzquest. Und das Ganze ist auch irgendwie ein bisschen anders verpackt gewesen. Beim einen musste man seine Leute in Brand stecken, beim anderen musste man seine Biester befreien, und so weiter und so fort, ja. Also für mich war das grundsätzlich eigentlich ganz cool. Da war immer so eine kleine Abwechslung dabei. Ja, okay, GTA macht da bei mir schon, wenn ich das jetzt mit GTA vergleiche, dann ist da die Story-Abwechslung, also die Missionsabwechslung meiner Meinung nach schon noch ein bisschen besser verpackt. Aber ich fand, das Game es hätte mehr machen können. Es hätte vielleicht ein bisschen mehr eigene Wege noch gehen können, aber ich muss sagen, es war ganz cool. Und dieses Nemesis-System war ganz cool, dass immer wieder Orks nachgerückt sind. Schade, dass sie sich gegenseitig nicht bekämpft haben während des Games. Ich weiß nicht, ob das zu viel Aufwand gewesen wäre oder sonstiges, aber das wäre noch cool gewesen, ohne unser Zutun, dass diese Orks gegeneinander kämpfen und so weiter. Das wäre ganz cool gewesen. Ab und zu tun haben sie das auch getan, aber auch nur, wenn wir in der Nähe waren, beziehungsweise wenn wir die Schnellreisefunktion, das Zeitverstreichen genutzt haben. Ich muss mich jetzt langsam beeilen, weil ich wette jetzt auf und laufe ich schon ab, aber man sieht ja dann sowieso, was danach kommt, von dem, wenn ich zu da ein, vielleicht noch einen Abspann, vielleicht kann man dann weiterspielen wie in anderen Titeln. Ja, man sieht halt die ganzen Leute. Ja, das Nemesis-System, da waren wir gerade, das war für mich, es ist neu, keine Frage, die Urks erinnern sich auch, wenn sie uns töten oder wenn wir sie töten, gab's, ich glaube, bei meinem Durchspielen gab es vielleicht, glaube ich, 2 oder 3 Urks, die gesagt haben, dass sie uns schon, also dass sie zurückgekehrt sind von den Toten, dass sie uns nicht, also dass wir sie getötet haben. Da gab es vielleicht, 3 ist schon fast zu viel, ich glaube eher weniger, also 2. Also 2 maximal, glaube ich, waren, die das gesagt haben, die zurückkamen. Fand ich okay, weil wir wurden von einem Rachegeist wiederbelebt, wieso sollen dann auch nicht die Gegner von einem Rachegeist wiederbelebt werden? Das ist ja ganz okay. Ja, wieso nicht, ne? Es gab mehrere, die gesagt haben, die uns getötet haben. Nämlich die uns getötet haben. Am Anfang relativ oft. Dann umso später, umso weniger wurde uns das gesagt. Ja, um jetzt kurz noch zu den Endkämpfen hinzukommen. Der Turm, der war schon recht... Ich hätte mir dann noch ein bisschen mehr gewünscht, ja. Irgendwas Spektakuläres, aber der Turm, der war einfach nichts. Und gegen die Hand von Mordor, gegen die schwarze Hand Saurons, glaube ich, passt besser. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, ein bisschen mehr kämpfen. Ja, man kämpft vorher mal ein bisschen, aber so gegen diese Hauptpersonen, da hätte man doch vielleicht noch ein bisschen was einbringen können. Einen kleinen Kampf zumindest, nicht, das waren jetzt nur Quicktime-Events, ja, zweimal Leertaste, einmal die E-Taste, einmal die rechte Maustaste und dann war's das, ne? Das war die ganze komplette Folge, wie man den Boss besiegt, ja, zumindest bei mir mit Maus und Tastatur, vielleicht ist es bei anderen Leuten anders, kann sein, aber da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Zum Schluss kämpft man natürlich gegen viele Orks und das finde ich auch geil, dass dieses Kämpfen, das war ja für mich auch das, was mich motiviert hat, auch wenn man diesen Finisher schon oft gesehen hat. Aber das war einfach geil, wenn man mächtig durch die Gegnerreihen durchmetzelt und eigentlich fast unsterblich ist. Das war für mich in diesem Game jetzt geil. In manchen anderen Games wäre es vielleicht nicht so toll, aber hier war es einfach geil, weil man sich ja irgendwie erarbeitet hat. Und man ist ja auch unsterblich durch diesen Geist, aber man konnte trotzdem sterben, unter Anführungszeichen, ja. Und
ja, wie gesagt, das war für mich war das Game, ehrlich gesagt, echt cool. Ich empfehle es auch zu kaufen. Die Leute, das Team dahinter, ja, ist trotzdem, ist jetzt, ich weiß nicht, das ist Dezember oder, also es ist, jetzt ist es Jänner, der 1. Jänner, aber das Spiel gibt es seit September oder Oktober, ich weiß nicht so genau, ich glaube seit Anfang Oktober oder so. Und das Team ist trotzdem dran und versucht ein paar Patches reinzubringen. Der letzte Patch war ein bisschen fail, das wissen sie aber, glaube ich, selber jetzt schon durch die ganzen Rückmeldungen. Ja, keine Ahnung. Da hätten sie vielleicht den letzten Patch auslassen sollen oder verschieben, aber kann man nichts machen, das ist einfach so, ja. Gut, jetzt habe ich eigentlich genug gequatscht. Schlussendlich kann ich noch einfach nochmal sagen, holt euch das Game, es ist echt cool. Wenn ihr es euch in den Steam Sale holt, dann holt es euch in den Steam Sale. Ich habe es mir zum Vollpreis gekauft, weil ich einfach dachte, dass es geil ist. Und ich hatte auch recht, es ist geil. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Für mich war es ein Hammer Game, wirklich. Ich weiß nicht, es hatte für mich alles, ja. Es hatte die Elemente, es hatte das freie Klettern, in Anführungszeichen. Es hatte die Kampfanimationen, diese Finisher, das war einfach geil, ja. Zum Schluss verwendet man dann mehr Gegner beherrschen als Finisher, aber ist auch okay. Es ist ja das Coole, dass man diese Orks beherrschen kann. Und das Beherrschen noch schnell da drauf zu kommen, hätte man vielleicht schon ein bisschen vorher einbauen können. Wobei man natürlich überlegen hätte müssen, vielleicht ist das nicht dann ein bisschen zu mächtig, wenn man das schon im ersten Teil einbaut. Und ja, also wie gesagt, für mich war es ein Hammer-Game, ich kann es jedem weiterempfehlen. Und jetzt weiß ich noch nicht, was ich jetzt als nächstes Let's Play. Es wird ganz interessant, ich glaube, Styx Masters of Shadow. Ich glaube, das wäre ganz cool eigentlich. Metro Redux wäre auch noch hier, beide Teile, das normale und das Last Light, glaube ich, heißt es. Sniper Elite liegt da noch rum, da liegt noch einiges rum, was ich Let's Play kann. Ich würde mich freuen über ein bisschen Feedback, aber ganz ehrlich, ja, Game, kauft es euch, es ist wirklich cool. So Schnetzeleien zwischendurch, es ist wirklich cool und die Story ist auch ganz okay. Und ja, gut, ich höre jetzt auf zu quasseln, ich lasse die Credits jetzt noch ein bisschen weiterlaufen und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play, würde ich sagen. Und ja, dann sage ich euch schon mal viel Spaß bei den Let's Plays gucken, bei anderen Let's Plays gucken. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Bei Voltencore. Tschüss. So, da bin ich nochmal zurück, ja. Die Credits waren ja eigentlich schon fast aus, wie ich aufgehört zu quatschen. Ja, Glückwunsch, wir haben das Ganze hier beendet. So, also Glückwunsch, du hast die schwarze Hand Saurons besiegt und Sauron zurück in die Ruinen Barad-dûrs getrieben. Doch der Schatten des dunklen Herrschers verbleibt. Halte den Anschluss seiner Armeen zurück, indem du weiterhin Hauptmänner, Häuptlinge jagst, die verbliebenen Ausgestoßenen in Mordor rettest, die noch verborgenen Geheimnisse und Sammelstücke findest und die Legende deiner Waffen vollendest. Grundsätzlich haben wir das alles getan. Wir können einfach nur noch alle Orks, die so die Hauptmänner, die Häuptlinge und so weiter, können wir einfach alle noch übernehmen. Ich nehme es einfach mal an, die Quest. Ja, das war's eigentlich, ne? So sieht's hier noch aus, ne? Und hier gibt's noch ein paar Sachen, aber ganz ehrlich, es gibt nichts mehr zu machen. Ich habe wirklich alle Artefakte gesammelt, die man sammeln kann. Ich habe alle Runen, die man... Also, ich habe nicht alle Runen, die man sammeln kann, aber ich habe alle Artefakte, die man sammeln kann. Und... Ja, Verbesserungen gibt es auch noch welche, aber ich will jetzt euch eigentlich gar nicht mehr... irgendwie... Ja, nerven. Nerven, ich sage jetzt mal nerven. Hier gibt es noch ein paar Sachen zum Ansehen. Wir haben wirklich einige Sachen. Das sind vielleicht noch ein paar Blumen, die wir nicht geerntet haben, wahrscheinlich. Hier haben wir natürlich noch ein paar...
Sklaven, ne? Da haben wir. Schönes. Schön, schön. Ja, da haben wir ein paar geile Bilder, muss ich schon zugeben. Ich hoffe, ich darf die hier zeigen, ja. Der Hammer Saurons, der Turm Saurons, da kann man alles ein bisschen. Und die schwarze Hand, ne? Die kennen wir sowieso alle. So, die Krallen der schwarzen Hand, das. Boah, das Bild ist ja Hammer. So, die schwarzen Hauptmänner. Der helle Herrscher, Sauron, ne, den haben wir auch besiegt. Und dann haben wir noch eins, was wir noch nicht entdeckt haben. Das ist sehr interessant. Da haben wir noch ein paar Infos. Über die ganzen Sachen, die man so einerseits immer entdeckt hat, ein bisschen. Ja, hier haben wir noch das Ding. Visionen, da können wir uns die einzelnen Visionen ansehen, glaube ich. Das kann ich vielleicht mal in so eine kleine Quest reinquetschen, also in so eine kleine Video reinquetschen, aber ansonsten hätte ich jetzt da keinen Grund, das noch irgendwie weiter weiterzumachen. Hier sind wir wieder am Anfang, wo alles begonnen hat, und ich sag dann einfach mal, ne, wie schon vorher, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal, ne. So, ich gehe da hier noch schnell hoch und dann sage ich tschüss, bis dann, baba.